Was bedeutet für dich soziale Arbeit? Soziale Arbeit? Naja, das bedeutet für mich, Menschen zu helfen, die vielleicht sogar freiwillig Menschen zu helfen, die Hilfe benötigen bzw. hilfsbedürftiger sind als man selbst. Was ist für dich überhaupt generell soziale Arbeit? Soziale Arbeit ist gesellschaftliche Arbeit mit Menschen, die teilweise in Problemlagen sind, aber nicht unbedingt. Arbeiten unter den Menschen. Was ist für euch soziale Arbeit? Unsere Berufung. Ja, einfach soziale Missstände überwinden und schauen, wo es halt aneckt. Ist soziale Arbeit stark genug in der Politik vertreten? Ich denke nicht, nein. Nee, auf jeden Fall nicht, meiner Meinung nach. Deswegen wäre das schon sinnvoll, wenn Sozialarbeit sich politisch mehr einmischen würde, aber auch halt mehr gehört werden würde. Meistens sind Einwirkungen kommen von Politik, von oben. Soziale Arbeit ist also politisch. Sie ist immer politisch. Ob sie das will oder nicht, sie ist politisch. Ob sie es in Rechnung stellt oder nicht. Das heißt, was meines Erachtens soziale Arbeit zu klären hat, ist nicht, ob sie politisch ist. Zu klären ist meines Erachtens vielmehr das politische Selbstverständnis sozialer Arbeit. Eine eigenständige Klärung der Aufgaben und Funktionen sozialer Arbeit. Haben Sie Ideen dazu, warum die Leute so wenig bereit sind, sich zu organisieren? Das ist meine Frage an Sie. Tja. Der Typ hat halt, also der Typ, der den Vortrag gehalten hat, war halt ganz klar neoliberalisiert euch, gibt Kritik und so weiter, macht was, weil so geht es einfach nicht weiter, weißt du schon? Du wirst doch sehen, dass erst aus der kritischen Theorie diese Anmachungsleistung die Neoliberalisten haben. Welche Chance hat die Basis? Und zur Basis würde ich die soziale Arbeit in dem Kontext sehen. Das heißt, wenn sich die soziale Arbeit nicht politisiert, dann wird sie irgendwann verloren gehen. In der sozialen Arbeit geht es um das Recht auf Rechte. Da ist der Druck sehr groß, da ist es sehr schwierig, kritisch zu sein. Da wäre für mich eher die Frage, vermitteln wir das im Studium zur Genüge, dass es eben nicht nur um eine quantitative Anhäufung von Fachwissen geht, sondern um eine bestimmte Form der reflexiven Kraft. Das Problem, was ich nur sehe, ist, dass uns andere ständig sagen, was ein soziales Problem ist. Wie schaut er aus? Gut. Was ist für dich soziale Arbeit? Gute Frage. Hier oben im dritten Stock. Was ist für euch soziale Arbeit?